Hallo Leute, willkommen zurück im Platteninneres von Sektor 4. Mich ist der Ladebildschirm hier an der Stelle hingewiesen hat. Wir müssen immer noch eine der Sonnen deaktivieren. Und ich muss dazu kurz die Richtung wiederfinden. Oh, alles Gute kommt von oben. Da. Weil, also ich weiß, dass wir hier auf dem falschen Weg sind. Das brauche ich mir nicht noch einmal vor Augen zu werfen, aber ich möchte hier gerne wissen, was es hier noch so alles gibt. Deswegen laufen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Und Wix wird eh so oder so warten. Was haben wir da? Elementaraffinität. Das ist bestimmt sowas hier. Eine Waffe von 8 halbiert Elementschaden. Der verbunden erhöht sich die Attacke. Ist nur der Effekt der ersten gültig. Man kann den Materie in Luft verbunden werden. Also das, was ich mir gedacht habe. Es gibt die Möglichkeit, hier Materie zu verbinden. Und diese ist dann gültig, wenn die hier kombiniert werden. Wenn ich hier Frost, also jetzt aber tiefer hier Frost und Elementaraffinität draufpacke, dann in Waffe zusätzlich Elementarschaden von 8%. Das heißt, sie macht jetzt ein bisschen Eisschaden. Praktisch gegen die schleimigen Spinnviecher hier, die Eisschwäche haben. Aber ansonsten, ja, wenn wir jetzt gegen ein Monster kämpfen, das jetzt halt Eisresistenz hat, dann macht tiefer etwas weniger Schaden. Aber na egal. Hauptsache, wir haben jetzt halt erstmal das Teil da. Ups. Gut, dann können wir hier Richtung Sonne gehen. Vorausgesetzt, der Weg ist jetzt versperrt. Hier ist doch irgendwo. Ja, da ist es. Das Weg ist an die Plattform hier. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann. Ah, die Plattform. Bewegt das Teil. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Jupp. Also ich hoffe mal, ich hab's richtig gemacht. Fast eine Punktlandung. Manchmal bin ich doch gut. So. Sonne. Zeit, dass du deaktiviert wirst. Wir sind hier. Ich bin bereit. So, Fertigkeit und Impulsieb. Oh. Ich leuchte rot. Auf ein neues. Ausgezeichnet. Oh. Freundchen. So. Magie. Blitz. Ich habe ja keine Offensivmagie. Aber trotzdem kann ich im Prinzip Fertigkeiten Schockschuss. So. Schön, wie die Fanfare doch immer wieder reinbauen. Das finde ich schön, ne? Das ist Square Enix. In Final Fantasy 15 haben sie das auch gemacht. Da hat das Proctor immer gesungen, wenn wir gewonnen haben. So. Und damit bricht die Nacht hinein. In den Slums von Sektor 4. So. Alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Hoffentlich. Gut. Also zurück zum Abschnitt H1. Mhm.
Entzündung. Ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist... Magischer Armreif. Für magische Abwehr. Es ist, wäre praktisch. Was macht Schutzweste nochmal? Vitalität. Okay. Dann machen wir es so. Barrett bekommt hier den magischen Armreif. Dass ich hier ein bisschen magische Abwehr hat. Das ist die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Ups. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann noch wieder zu einem Shop kommen, womit wir bei Barrett Verteidigung plus kaufen. Also das heißt für Verteidigung für höhere Defensive holen können. Was aus das war? Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Jupp, mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Das heißt... Ah, das ist der Hauptlift, stimmt. Ich dachte jetzt, das wäre das dort hinten, aber... Die Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. So. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Tja. Aber es ist ein recht großer Lift. Aber ich sehe hier was, was ihr nicht seht. Nämlich eine Bank. So. TP und MP geheilt. So. Was bräuchten wir? Ah, Barrett hat das Teil schon, okay. Dann lassen wir's. Toxin oder hier MP-Boost. Ich glaube, Toxin wird uns weiterbringen. Nur ist die Frage, wo wir das dann einsetzen. Ich versuche ja gerade erst noch die Ausrüstung möglichst viel Slots zu bekommen. War da nicht noch irgendwo Materia? Vielleicht sollten wir nochmal nachsehen. Hast recht. Gehen wir zurück. Gab's da Materia? Meine Elementaraffinität habe ich bekommen. So weit, so gut. Aber wo gab's denn noch Materia? Glaube ich, was irgendwie über was übersehen. Ich meine, sonst würde er mich da jetzt dran nicht erinnern. Und ja gut, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich glaube nicht, dass es hier zum Hauptlift geht. Ja, aber Barrett macht mich unsicher wegen der Materia. Deswegen schauen wir hier uns grob nochmal um. Ich sehe was. Wir müssen vorausschauen, denken. Überlegen, wo wir ankommen. Ich glaube, es stand in der Mitte. Mal schauen, was wir hier noch rausbekommen. Okay, aber das ist keine Materia. Turbo-Äther, okay. Ich habe jetzt nicht weiter. Ich meine, ich habe im Hauptmenü eh schon gesehen, dass es hier die Möglichkeit gibt, nach dem Spielabschluss in die Kapitelauswahl zu wechseln. Also ich kann die Stelle hier gerne wiederholen. War die letzte Materie zu finden, aber ich glaube,
Das wäre jetzt ein falscher Moment, alles hier jetzt. Ist das eine Materie? Komm ich denn da hoch? Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas lila und es gibt lila Materie. Schauen wir uns das mal an. Aber wenn ich, wie gesagt, habe keine Idee, wie ich da hochkommen soll. Und ich glaube, was waren wieder Materie nochmal? Statuswerte müssten die erhöhen. Ob ich da das einfach nur trauen soll? Oh. Das dauert keine Sekunde. Yep. Was ist? Wie war das nochmal mit den Viechern? Gegen was sind die schwach? Wirksam Eis, okay. Sie geht gefeilt und sollte mit her, sobald sie aufhört, ist sie schon fertig. Keine Chance. Ups. Ei. Ja. Jetzt oder nicht? So, jetzt. Au. So, Fertigkeit in Schwertsturm. Ausgezeichnet. Magie Eis. Das sollte reichen. Bis hier. Ups. Das war ein gutes Training. Jupp. So, Heiltränke. Das sieht auch teilweise auch nur wie eine Lampe aus. Hm. Oder? Nee, es könnte auch eine Materia sein. Wie kommen wir da jetzt hinunter? Vielleicht sollte ich die Augen auf das. Vielleicht sollte ich das im Auge behalten, was vor mir ist. Tatsächlich ist eine Materie. Nur wie bekommen wir die? Da muss ich. Ich glaube, ich muss da noch unten hin. Es ist leichter gesagt als getan, dann möchte ich die gerne noch haben. Was möglich ist. Meine gut, Statuswertmaterie verwende ich jetzt aktuell nicht so häufig. Allerdings auch nur, weil mir die Slots fehlen aktuell dafür. Hier irgendwo runter. Nee. Dann entfernen wir uns nur. Schmeiß mich ja ein bisschen Müll runter. Dann haben die von den Leuten von Slum, von den Slums aus Sektor 4 noch was zu sammeln. Das ist nicht der Ort, an dem wir hin möchten. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Moment mal. Zack, zack, zack. Scheint unser Weg zu sein. Die mittlere Ebene und dann hier rum. Wenn wir zum Strahler 3 kommen. Treppen müssen hier irgendwo sein. Dann. Und dann, ja, genau runter und dann von hier aus links. So. So, da habt ihr wieder im Blick die Materie. Hier müssen wir hin, nur ist die Frage, wie die dann runterbekommen. Naja, egal. Erstmal heißt es zur Stelle hingehen.
mal hin. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich hier die Map wirklich mal zum Orientieren finde. Gehen wir zurück zu Abschnitt H1. Ja, aber ich möchte gerne noch die eine Materie haben. Wenn wir die runterbekommen. War ich hier nicht schon? Ah, ja. Okay, wir waren hier halt schon. So kommen wir an die Materie ran, okay. So. Und was bekommt man da so Schönes? MP-Boost. Okay, dann müssen wir das nochmal kaufen. Hat sich's doch gelohnt. So, aber jetzt müssen wir wirklich weiter. Das war jetzt mehr Glück, dass... Also, eher Glück, dass ich die gefunden habe. Trotzdem sollten wir Wix nicht so lange... nicht so lange warten lassen. Wo ist unser Aufzug? Oder kann man das Aufzug nennen? Müsste Seitwärtszug. Oder bewegende Plattform sein, nicht seitwärts. Nicht seitwärts. Seitwärtszug, ich glaube, das gibt's nicht. Aber ein Aufzug, der uns nach oben oder nach unten bringt. Das ist es leider nicht. Aber egal. Setzen wir uns noch kurz hin. So. Und dann hoffe ich mal, dass du nichts mehr zu sagen hast. War da nicht noch irgendwo Materie? Vielleicht sollten wir noch mal nachsehen. Weitergehen. Das heißt, irgendwo ist noch eine Materie da, aber dass ich mit Glück die zweite finde. Nein, wir sollten weiter. Ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Und ich denke mal. Das wäre ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Ich denke mal, dass da das. Wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Naja. Ja. Und ich denke mal, es wird stark so hört sein, dass. Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Okay, Barrett. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass es höchstwahrscheinlich um die Giftmaterie sich handelt, die wir da jetzt hier so schön verpasst haben. Aber hey, wir haben die gekauft. Und dann würde ich mal sagen, wir sind hier genau bei 18 Minuten. Damit war es hier jetzt erstmal mit dem Part. Im nächsten wird es dann weitergehen. Schauen wir mal, wie weit es geht. Und damit auf Wiedersehen. Also, ciao.